Hallo und herzlich willkommen zurück zur Hilbertraumtheorie. Heute Folge 2. Ich habe hier mal angefangen mit so einer kleinen Memo, die wir letztes Mal gemacht haben. Nämlich das letzte, was wir gemacht haben, war die Schwarzsche Ungleichung zu beweisen. Das heißt, wir hatten folgenden Sachverhalt. Wir hatten einen Innenproduktraum H mit einem Skalarprodukt drauf. Dann gelten für alle x und y aus diesem Raum H, dass der Betrag des Skalarprodukts von x und y im Quadrat immer kleiner gleich ist als das Skalarprodukt von x mit sich selbst mal das Skalarprodukt von y mit sich selbst. Und diese Schwarzsche Ungleichung ist jetzt eben genau der Grund, warum wir auf Innenprodukträumen eine Norm definieren können, also warum Innenprodukträume direkt auch normierte Räume sind. Ich schreibe das jetzt mal einmal lapidar auf und danach machen wir uns kurz ein paar Gedanken dazu, die auch nicht im Skript stehen, wenn ich mich nicht irre. Also gemäß der Schwarzschen Ungleichung wird auf einem Innenproduktraum H durch folgende Setzung. Zwar Norm x, wir notieren das mit Norm xh. Das soll sein die Wurzel aus dem Skalarprodukt von x mit sich selber. Das kriegt die Nummer 1.3. Dadurch wird eine Norm definiert. So, das ist eigentlich relativ lapidar so hingeschrieben. Das ist auch relativ einleuchtend, was da passiert. Denn was brauchen wir für eine Norm? Das ist jetzt wieder der hoffentliche Mehrwert des Videokurses. Wir brauchen für eine Norm ja drei Sachen, nämlich Definitheit, absolute Homogenität und die Dreiecksungleichung. So, und fangen wir mit der Definitheit an. Die Norm xh gleich 0 soll implizieren, dass x gleich 0 ist. Naja, das ist klar durch die Definitheit des Skalarprodukts, ne? Die Norm xh ist ja nichts anderes als die Wurzel aus dem Skalarprodukt mit x. Die Wurzel ist monoton, die ist 0 genau dann, wenn das, was ich reinstecke, 0 ist. Und das, was ich reinstecke, ist das Skalarprodukt. Das ist 0 genau dann, wenn mein x 0 ist. Passt also. Die absolute Homogenität sagt, ich darf Skalare rausziehen. Das heißt, ich habe Alpha x in der Norm h ist der Betrag von Alpha mal die Norm von x. Ja, das ist auch klar, weil ich darf ja Skalare rausziehen aus meiner Komponente. Einmal mit Queren, einmal ohne Queren, ne, Linearität im ersten Argument, Semilinearität im zweiten Argument. Alpha mal Alpha quer ist Betrag Alpha Quadrat. Die Wurzel schluckt das Quadrat. Das passt. Ja. So, und die Dreiecksungleichung ist dann Norm x plus y h kleiner gleich Norm x h plus Norm y h. Na, das ist jetzt eben der Punkt, wo wir mit der Schwarzschen Ungleichung drauf kloppen können. Was steht hier jetzt? Nämlich Norm x plus y h ist die Wurzel aus. Oder wenn wir es andersrum, wir schreiben hier das Quadrat dran, dann sparen wir uns Wurzeln. Das ist gleich, jetzt nach Definition, einfach das Skalarprodukt von x plus y mit sich selbst. So. Das können wir mit der binomischen Formel ausdröseln in x, x. Plus 2 mal, ich schreibe den Realteil hin, x, y plus y, y. Wir sehen, das hier, das ist die Norm von x, h zum Quadrat. Das hier ist die Norm von y, h zum Quadrat. Was wir also irgendwie wegdiskutieren müssen, ist dieses 2 mal Realteil x, y. So, jetzt ist es so, dass wir dieses Realteil x, y halt wegbekommen, indem wir das mit der Cauchy, mit der Schwarzschen Ungleichung nach oben wegschätzen. Das heißt, das ist kleiner gleich als die Norm von x zum Quadrat plus die Norm von y zum Quadrat. So, warum, also was machen wir jetzt hier? Wir nehmen einfach, also Realteil xy müssen wir halt so sehen, dass wir halt, ja, wie erkläre ich das jetzt am griffigsten, dass wir halt die Cauchy-Ungleichung quasi jetzt anwenden und die Wurzel draus ziehen, weil dadurch erhalten wir die Norm.
Na, also, hätte man das mal hier auf die Memo zurückzuführen. Ne? Also diese Cauchy-Ungleichung, die sagt uns ja dann sinngemäß halt auch, ich kann einfach mir x, y einen Betrag angucken. Das ist dann kleiner gleich als Wurzel x, x mal Wurzel y, y, was jetzt in unserer Sprechweise hier unten natürlich einfach Norm xh mal Norm xy ist. Und wenn ich da jetzt ein Realteil drumherum pappe auf beiden Seiten, dann bleibt es natürlich genau so richtig. Und dann kann ich hier vorne natürlich auch letzten Endes die Betragsstriche weglassen, wenn ich den Realteil nehme, weil der Realteil ist ja wieder definiert auch für komplexe Zahlen, logischerweise. Das heißt, ich halte dann unter Anwendung dieser Cauchy-Ungleichung, das war jetzt die richtige Farbe, ich hoffe mal die hier, kriege ich raus, dass ich hier einfach hinschreiben kann, zweimal Norm von x mal die Norm von y. Das ist jetzt allerdings gerade wirklich eine klassische binomische Formel. Jetzt muss ich auf beiden Seiten nur noch die Wurzel ziehen. So, und dann habe ich genau das da stehen. Das heißt, damit ist dann auch die Dreiecksungleichung geklärt und wir wissen, warum jetzt tatsächlich hier unsere Setzung, dieses Wurzel aus Skalarprodukten sich selber eine Norm definiert. Und diese Norm ist jetzt eben der Schlüssel, dass wir Hilbert-Räume definieren. Und das ist jetzt Definition 1.4. Und zwar, wenn wir einen Innenproduktraum haben und mit Norm H die Norm aus 1, 3 bezeichnen, dann heißt dieses Tupel H mit dieser Norm H erstmal Prä-Hilbert-Raum. Das brauchen wir allerdings für unsere Begriffsbildung nicht mehr. Deswegen habe ich das jetzt hier weggelassen. Aber dieser Raum H heißt jetzt ein Hilbert-Raum, wenn dieses Tupel H und die Norm H als normierter Raum vollständig unter dieser Norm ist. Genau, das heißt, im Prinzip ist ein Hilbertraum also ein Banachraum, dessen Norm von einem Skalarprodukt induziert wird. Und das ist eben genau das Wichtige hier an dieser Stelle. Ja. Im Skript habe ich jetzt die Schwarzsche Ungleichung nochmal auch wie hier quasi hingeschrieben als Produkt dieser Normen, weil das ist halt das, was häufig dann wichtig ist. Ich sehe aber gerade, dass ich sie falsch hingeschrieben habe. Ich habe mich Quadrate vergessen. Können wir mal eben kurz on the fly ändern. Na, weil das Ding ist, hier stehen jetzt ja nur Normen, weil ich hier das Quadrat schon weggewurzelt habe. Wenn ich hier einfach das Quadrat stehen lasse, muss ich hier natürlich auch die Normen quadrieren. Genau, nachdem wir also jetzt geklärt haben, was Hilbert-Räume sind, wollen wir uns jetzt mal ein paar Beispiele angucken. Und an den Beispielen werden wir dann sehen, wir kennen tatsächlich schon viele Hilbert-Räume, auf die wir jetzt auch immer so ein bisschen gedanklich zurückfallen können. Und zwar, das Erste, was wir haben, ist, wenn wir irgendeinen k hoch n haben und wir nehmen das kanonische Skalarprodukt für Vektoren da drauf, also diese Summe k gleich 1 bis n, xk, yk quer, dann sind das alles Hilbert-Räume. Das wissen wir aus der linearen Algebra schon zum Teil. Also spätestens dann in der Analysis wird es formalisiert, wenn der Begriff vollständig fällt. Aber das ist tatsächlich jetzt nichts Neues. Also alle k hoch n's sind schöne Räume. Das ist aber nichts Neues. Das sind meistens die Beispiele für jeden Raum. Einen, den wir aus der Funktionalanalyse schon kennen, ist der kleine L2. Wenn wir das Skalarprodukt in ganz analoger Weise definieren zu dem hier oben, nur dass wir jetzt hier eine Reihe stehen haben, weil wir ja Folgen reinballern, xk, yk quer. Da haben wir im GFA, glaube ich, schon mal diskutiert, dass das eine Norm ist. Und die Vollständigkeit ergibt sich dann, glaube ich, auch aus der GFA. Auf jeden Fall ist das so ein erstes Beispiel aus dem funktionalanalytischen Raum, bei dem wir halt gesehen haben, ja, das erfüllt unsere Skalarprodukteigenschaften. Und das Dritte, das hatten wir schon mal angesprochen, glaube ich, ganz am Anfang von GFA. Das ist aber so ein bisschen immer noch im Raum bleibend.
Jeder L2 in jeder Art und Weise ist ein Hilbertraum. Und zwar präziser folgendermaßen: Wenn wir uns irgendeinen Maßraum nehmen, auf dem wir ein positives Maß μ haben, und wir definieren h als die Menge L2 von x bezüglich dieses Maßes μ, und das Skalarprodukt dann eben als f und g wird einmal über den gesamten Raum x integriert, f mal g quer gegen dieses Maß μ, dann ist das auch immer ein Hilbertraum. Das ist auch schon bekannt aus dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Das heißt, im Wesentlichen kennen wir schon einen ganz großen Strauß von Hilberträumen und eigentlich kennen wir damit sogar alle. Das werden wir im Laufe dieses Kurses herausfinden, dass wir im Prinzip jeden Hilbertraum als irgendeinen geeigneten L2-Raum schreiben können. Es ist halt nur mal die Frage, in welchem Sinne man das tun kann. Und ein Baustein auf dem Weg dahin ist so ein bisschen Skalarprodukte der Funktionalanalysis wieder näher zu bringen, in dem Sinne, als dass ein Skalarprodukt ein lineares Funktional darstellt. Wir wollen jetzt halt erstmal sehen, in welchem Sinne wir das tun können, indem wir nämlich erstmal die Verbindung schaffen und eben auf einem Innenproduktraum geeignete stetige lineare Funktionale finden, die halt irgendwie das Skalarprodukt repräsentieren, weil ab dem Moment können wir mit unserer bis jetzt entwickelten Theorie ja auch wieder draufschießen. Und das machen wir in Satz 1,6 und das ist tatsächlich relativ simpel, weil das Idee ist so ein bisschen das, die Idee ist so ein bisschen die, die wir auch aus der linearen Algebra kennen, wenn wir uns Dualräume von Vektorräumen angeguckt haben und dann da eben entsprechend duale Basen fixieren, dann nimmt man sich im Prinzip einen Vektor, hält den fest und lässt dann das Skalarprodukt in der anderen Komponente laufen. Das ist die Idee, wie wir jetzt halt ein Skalarprodukt hinbekommen zu einem beliebigen Innenproduktraum. Also wir nehmen uns mal einen Innenproduktraum H mit einem Skalarprodukt drauf. Falls ihr jetzt mit dem Begriff Innenproduktraum und Hilbertraume durcheinander kommt, dann stellt euch gedanklich einfach immer vor, dass wir einen Hilbertraum haben. Weil das sind ja insbesondere Innenprodukträume. Und wir nehmen uns ein Y aus H fest. So. Dann wird für x aus H durch die Setzung phi y von x gleich x, y, also das Skalarprodukt von x mit y, ein stetiges lineares Funktional auf H definiert. Und zwar derart, dass die Norm von dem Phi Y als Operator, also in der Operatornorm, gerade die Norm ist von dem Y, was wir fixieren, in der H-Norm, also in der Wurzel Skalarprodukt mit sich selbst. Ja, das heißt, es gilt, Phi Y ist ein Element des Dualraums von H, Phi Y in H'. So, und das ist jetzt eine Aussage, die müssen wir tatsächlich beweisen. Und insbesondere sagt uns der Beweis jetzt, warum haben wir die erste Komponente gewählt? Naja, wir wollen ein stetiges lineares Funktional. Das heißt, ich muss die Komponente laufen lassen, die linear ist beim Skalarprodukt. Ja, die erste ist linear, die zweite ist semilinear. Deswegen lassen wir die erste laufen, das x ist variabel, und lassen das y fest. Deswegen darf ich jetzt vorne auseinanderziehen, wie ich möchte. Das heißt, dieses Funktional ist linear, weil die Skalarprodukt, also das Skalarprodukt, was ich reinstecke, in der ersten Komponente linear ist. Ja, also phi y linear, da Skalarprodukt linear in erster Komponente. Also es ist sogar irgendwie eine konstruktive Setzung, warum man hier die erste Komponente nimmt und nicht die zweite. So. Wie gesagt, funktional ist klar, weil das, was ich rausbekomme, ist ein Wert, der ist in dem Körper. Ne? Das heißt, das ist alles tutti. Und jetzt geht es halt nur darum, diese Stetigkeit zu zeigen. Stetig bei linearen Operatoren ist äquivalent zu ihrer Beschränktheit. Und die Beschränktheit wird uns gleich sogar direkt diese Normgleichheit da liefern. Das heißt, das ist wieder so ein ganz klassischer analytischer Beweis, der hier gerade durchläuft. Wir gehen jetzt zunächst mal mit der Schwarzschen Ungleichung dran. Jetzt hier wieder unser Hauptbeweismittel ist. Und zwar gucken wir uns an den Betrag phi y von x.
Das ist nach Definition erstmal nichts anderes als der Betrag von x und y im Skalarprodukt. Und da darf ich jetzt mit der Schwarzschen Ungleichung nach oben abschätzen, durch die Norm von x in h mal die Norm von y in h. Und das reicht uns schon für die Beschränktheit. Ja, das heißt, damit wissen wir jetzt, phi y ist in h', weil das hier sind definitiv eine obere Schranke. Ja, weil das Norm x wird jetzt, wenn wir die Operatornorm nehmen, auf 1 gesetzt und Norm y von h ist eine feste Zahl. Die kann nicht beliebig groß werden. Das heißt, damit ist phi y aus h' klar. Und wir wissen noch was. Wir wissen jetzt nämlich, dass die Norm von phi y bezüglich der Operatornorm kleiner gleich ist als die Norm von y in der h-Norm. Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip nur irgendein Element x aus h vorführen, sodass hier Gleichheit steht. Und wir sehen natürlich sofort, welches Element das tut. Wir setzen einfach x gleich y. Das heißt, wegen phi y, na doch, phi y von y. Das ist ja nichts anderes als das Skalarprodukt von y mit sich selber. Das ist die Norm von y zum Quadrat. Da fehlen wieder die Quadrate. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, ob das noch konsistent ist. Ich mach mal kurz einen Cut. So, wir haben es. Es ist tatsächlich, also hier das Quadrat habe ich ja weggemacht. Das war nämlich alles richtig. Wir müssen nur ein anderes y vorführen. Wir müssen nämlich hier y skalieren mit der Norm yh. Weil wir müssen ja insbesondere auch ein Element reinschießen, das Norm 1 hat für diese Norm. Und dann kriegen wir tatsächlich genau das raus, was wir haben wollen. Weil dann steht hier nämlich in der ersten Komponente, ich mache das hier nochmal weg, steht hier nämlich in der ersten Komponente eben y durch die Norm von y. Und hier können wir das y reinziehen. Dann dürfen wir aber 1 raus, also 1 durch die Norm rausziehen. Dann bleibt hier hinten stehen die Norm von yh ins Quadrat. Ne, weil das ist dann das Skalarprodukt von y mit sich. Und dann schmeißen wir hier ein Quadrat raus. Und ja, genau. Und dann steht da eben die Norm von yh. Das heißt, wir haben hier 1, das Gleichheit ist. Und damit folgt dann eben, dass die Norm von phi y in der Operatornorm ist eben gerade die h-Norm von diesem y. Also die Ungleichung hier war schon richtig. Ich habe hier nur das falsche y reingehauen. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dieser Operatornorm, damit wir das auch noch mal sauber stehen haben. Dieses phi y ist natürlich dann nichts anderes als das Supremum über alle x, die Norm 1 haben, über den Betrag phi y von x. Ja, das heißt nichts anderes als das Supremum über Norm xh gleich 1 über den Betrag von x, y. So, das haben wir eben abgeschätzt nach oben durch diese Abschätzung. Das heißt, das ist in jedem Fall kleiner gleich als 1 mal Norm y, weil das hier eben in der Operatornorm zu einer 1 wird. So, und dann müssen wir eben 1 vortanzen, was eben tatsächlich Norm 1 hat. Und y durch Norm yh hat natürlich Norm 1 und dementsprechend dürfen wir das jetzt hier reinballern und können damit dann schlussfolgern, dass hier sogar eine Gleichheit steht. Genau. Ich bitte wie immer ein bisschen zu entschuldigen, dass so Teile dieser Beweise immer so ein bisschen wonky sind. Aber das Ding ist, ich bereite die halt so sauber wie möglich vor. Ich merke dann aber erst beim Sprechen, dass da Sachen vielleicht unsauber sind. Aber das solltet ihr im Prinzip schon von mir kennen. Ist aber in der Regel relativ gut zu trennen, weil ich meist frühzeitig feststelle, dass ich da gerade einen Cut brauche, um mal einmal kurz drüber zu meditieren. So, also lehnen wir uns mal kurz zurück. Was haben wir jetzt bewiesen? Wir haben bewiesen, dass dieses Skalarprodukt als funktional aufgefasst in der ersten Komponente ein lineares Funktional ist mit einer sehr einfach berechenbaren Norm, solange wir die Norm von y einigermaßen nett ausrechnen können. Endlich dimensionalen passt das relativ gut. Damit können wir jetzt tatsächlich ein erstes relativ elementares Kriterium hinschreiben, um festzustellen, ob ein gegebener Innenproduktraum ein Hilbertraum ist. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir werden jetzt gleich eine Formel hinschreiben, die in Hilberträumen gilt. Was wir jetzt damit ausdrücken wollen, gilt diese Formel nicht, dann ist der entsprechende Raum kein Hilbertraum.
Das heißt aber nicht, dass es nicht irgendein anderes Skalarprodukt geben kann, unter dem der Raum dann ein Hilbertraum wird. Na, da muss man ein bisschen aufpassen. Wird aber auch gleich wieder klarer, wenn wir einfach hinschreiben. Der hat zwei Teile, das ist einmal die Parallelogrammgleichung und einmal der Satz von Jordan Neumann, der in gewisser Weise sagt, wenn wir die Parallelogrammgleichung erfüllen, dann gibt es auch ein Skalarprodukt, das die Norm erzeugt. Also machen wir das mal Schritt für Schritt, weil die beiden sind auch relativ elementar zu beweisen. Ich glaube, ich würde die Beweise hier tatsächlich sogar zwischenschieben jeweils, weil die immer relativ kurz sind. Also wir nehmen uns einen Hilbertraum, den ich jetzt mit HR mal abkürzen werde. Dann gilt für alle XY aus H die Parallelogrammgleichung, das heißt Norm x plus y h ins Quadrat plus die Norm x minus y zum Quadrat ist gleich zweimal die Norm von x ins Quadrat plus die Norm von y ins Quadrat. So, vielleicht fangen wir mal ganz kurz damit an, uns überhaupt irgendwie zu fragen, warum heißt das Ding ein Parallelogrammgleichung? Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir hier einen Satz der Geometrie bemühen. Und da müssen wir uns mal ganz kurz vielleicht eben ein Parallelogramm malen, dass wir halt dann sehen, warum das der Fall ist. War jetzt zu lang die Scheiße. So, also nehmen wir das hier mal als eine grobe Annäherung an ein vernünftiges Parallelogramm. Und was uns jetzt interessiert, sind die beiden Diagonalen. Also die hier und die notorisch schwieriger einzuzeichnende. So, und die nennen wir jetzt mal F und E. Also das hier ist E, das hier ist F. So, und was dann eben die Geometrie sagt, da könnt ihr gerne mal einen Wikipedia-Artikel zur Parallelogrammgleichung. Ich mache hier mal noch kurz Skizze im Skript. Genau. Ich überlege mir das mal, ob das Sinn ergibt. Was jetzt die Parallelogrammumgleichung sagt, wenn wir jetzt den Seiten hier mal noch Namen geben, also A, B, C, D, also ganz normal, wie man es in einem Parallelogramm jetzt benennen würde, dann gilt, und wir identifizieren jetzt mal wieder Seiten mit ihren Längen, dann gilt nämlich 2 mal A Quadrat plus B Quadrat gleich E Quadrat plus F Quadrat. Das ist die Parallelogrammgleichung, die wir aus der Geometrie kennen. Und was man jetzt machen kann, ist natürlich, wenn wir jetzt vektoriell denken, dann können wir natürlich E als Vektor, ich markiere das mal so ganz grob, schreiben als A plus B und wir können F schreiben als B minus, als A minus B, Entschuldigung. A plus B, ja. Ja, doch, A minus B. Alles gut. Ich habe nur einen Knoten im Kopf gehabt. So, dann können wir jetzt nämlich einsetzen, was heißt denn hier eigentlich E Quadrat plus F Quadrat? Naja, das heißt einfach, das ist A Quadrat plus 2 mal das Skalarprodukt von A und B. Also hier steht eigentlich auch ein Skalarprodukt, ne, aber das ziehen wir sofort raus. Ich möchte jetzt nicht auf die Details. Plus B Quadrat. Das ist der erste Teil, nämlich das E. Dann kommt plus A Quadrat minus 2 mal das Skalarprodukt. Plus B Quadrat. Wir sehen, das Skalarprodukt, was hier überbleibt, ist vollkommen Schnuppe und den Rest können wir zusammenfassen zu 2a Quadrat plus 2b Quadrat, was aber nichts anderes ist als 2 mal a Quadrat plus b Quadrat. So, und im Prinzip sehen wir jetzt, wenn wir e als a plus b oder als x plus y nehmen und f als a minus b nehmen, dann kommt raus 2 mal a Quadrat. Gut, jetzt ist a Quadrat das x Quadrat und b Quadrat ist dann 2 mal das y Quadrat. Das heißt, das, was wir oben hingeschrieben haben, ist genau die Parallelogrammungleichung, die man aus der Geometrie vielleicht kennt. Und da vielleicht schon mal bewiesen hat oder irgendwie hergeleitet hat. Ist jetzt tatsächlich nicht so schwierig. Man nutzt im Prinzip den Kosinussatz. Genau. Das heißt, das ist der Grund, warum wir hier von einer Parallelogrammgleichung sprechen. Auch wenn wir jetzt natürlich in komplett abstrakten Hilberträumen
formulieren können, weil da ist uns die Geometrie egal, aber prinzipiell ist das halt der Grund, warum wir hier Parallelogrammgleichung sagen. Und die Gleichung hier, die hat auch noch die Nummer, die heißt 1,4. So, jetzt schreiben wir den Satz vielleicht trotzdem erstmal hin. Also Satz von Jordan Neumann. Und zwar gilt in einem normierten Raum, Vektorraum V mit einer Norm V. Diese Parallelogrammgleichung 1,4. Parallelogrammgleichung 1,4. Na, also wir haben jetzt eine Norm vorgegeben und das Ding hier gilt. Dann gibt es ein Skalarprodukt. Das nennen wir jetzt tatsächlich mal explizit V Kreuz V unten dran. Auf V. Welches diese Norm, die wir uns vorgegeben haben, erzeugt. Das heißt, es gilt für jedes x, dass die Norm xv im Quadrat das gleiche ist wie das Skalarprodukt von x mit sich selbst bezüglich dieses Skalarprodukts v kreuz v. Für alle x aus v. So, genau. Das ist die Aussage. Das ist quasi so eine Umkehrung der Parallelogrammgleichung. Der erste Satz sagt, wenn Hilbertraum, dann 1,4. Und der zweite Teil sagt, wenn normierter Raum mit Parallelogrammgleichung, dann gibt es ein Skalarprodukt. Das heißt, dann haben wir auch einen Hilbertraum. So, der Beweis von 1 ist tatsächlich jetzt relativ elementar, weil da muss man nur ein bisschen rechnen. Der Beweis von 2 folgt einfach dadurch, dass man dieses Skalarprodukt hinschreibt. Ich würde es jetzt hier auch belassen dabei, die Formeln euch anzugeben. Das Nachrechnen, dass das ein Skalarprodukt ist, ist wirklich super simpel entlang der Definition und einfach nur sauber mit den komplexen Zahlen rechnen, die vorkommen, würde ich euch als Übungsaufgabe überlassen. Fangen wir also mal mit erstens an. Wir nehmen uns einfach mal diese linke Seite vor, nämlich x plus y h Quadrat plus x minus y h Quadrat. Das ist hier die linke Seite der Parallelogrammgleichung. Und jetzt setzen wir erstmal ein, was da überhaupt für Dinger stehen. Dann kommen wir nach Definition der Norm einfach drauf, dass hier die Norm von x plus y mit sich selbst steht. Also das Skalarprodukt, Entschuldigung. Minus das Skalarprodukt von x minus y mit sich selbst steht. Und das kann man jetzt wieder mit dem ganzen Apparat für Skalarproduktrechnung, den wir schon gemacht haben. Binomische Formel, Linearität, erstes Argument, Semilinearität, zweites Argument. So lange bearbeiten, bis man bei folgender sehr simpler Form ankommt, nämlich 2 mal Skalarprodukt x mit sich selbst plus 2 mal Skalarprodukt y mit sich selbst. Das ist also wirklich einfach nur ausrechnen. Und hier ist es jetzt natürlich nur 2 ausklammern und Definition der Norm hinschreiben. Da sind wir mit dem ersten Teil schon fertig. So, und wie gesagt, beim zweiten Teil, bei dem Jordan Neumann, da ist es nur wichtig, wie definiert sich dieses Skalarprodukt, das dann die Norm erzeugt. Und das muss man halt eine kleine Fallunterscheidung machen, nämlich einmal im reellen Fall. Da muss man nehmen x, y, v kreuz v als 1/4 mal Norm x plus y v zum Quadrat minus Norm x minus y v zum Quadrat. Also die Dinger sind jetzt insbesondere dadurch motiviert, dass diese Parallelogrammgleichung gilt. Und das heißt, dadurch kann man die dann hinterher zusammenfassen. Und wenn das ein Komplex, also wenn der Körper C ist, über den wir arbeiten, dann muss man zusätzlich zu dem hier noch einen komplexen Korrekturterm angeben. Das heißt, man nimmt sich das hier unverändert. Und dann addiert man noch i Viertel mal x plus y, davon die Norm, minus x minus y und davon die Norm. So, und dann muss man nachrechnen, dass die beiden Dinger hier Skalarprodukte sind. Das ist super simpel. Und man muss nachrechnen, dass diese Gleichung hier gilt. Das ist aber tatsächlich dann auch simpel. Man darf nur nicht vergessen, dass man die Gültigkeit der Parallelogrammgleichung voraussetzt. Ja, das heißt, man darf identifizieren und ausrechnen. Das nur noch mal als Hinweis. Genau. Damit
sind wir dann mit dem Satz von Jordan Neumann auch fertig, haben also so ein erstes Gefühl dafür, wie sehen denn jetzt überhaupt Hilbert-Räume aus? Also insbesondere in einem Hilbert-Raum gilt diese Parallelogrammgleichung. Wenn in einem normierten Raum die Parallelogrammgleichung gilt, dann finde ich ein Skalarprodukt. Wichtig ist jetzt Folgendes, das möchte ich noch erwähnen. Wenn ihr einen Vektorraum habt und ihr so ein, ihr habt so ein Innenprodukt gegeben, so ein Halbskalarprodukt. Und ihr wollt jetzt rausfinden, ist das Ding ein Skalarprodukt, beziehungsweise ist der Raum mit diesem Skalarprodukt vollständig. Und ihr rechnet aus, dass die Parallelogrammgleichung nicht gilt. Ja, dann wisst ihr, dass der Raum mit diesem Skalarprodukt nicht vollständig ist. Wenn ihr aber das nehmt, was die Konstruktion von Jordan Neumann nimmt, dann habt ihr trotzdem eins. Na, also da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Das hängt natürlich stark davon ab, welches Skalarprodukt ihr gerade habt. Beziehungsweise welche Abbildung ihr da habt, die ein Skalarprodukt sein soll. Na, also da muss man wie immer mit der logischen Negation ein bisschen aufpassen. Das kommt aber dann wieder mit der Zeit. Genau, damit schließen wir mal diesen Teil des ersten Kapitels. Nächstes Mal gucken wir uns noch an, wie man das Ganze so zu gewissen Approximationsaussagen benutzen kann in Innenprodukträumen bzw. in Hilbert-Räumen. Da werden wir uns dann Proxima angucken. Und ja, genau, damit wären wir jetzt an der Stelle erstmal fertig. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ne, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin habt eine schöne Zeit, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.